Die endlos weiten, fast 700 Meter hoch gelegenen Torfmoore im Grenzraum der rheinischen und wallonischen Gebiete, die als Hohes Venn oder Haute Fagne bekannt sind, gehören heute zum Naturpark Eifel-Ardennen. Diese Landschaft mit ihrem rauen Klima gewinnt besonderen Reiz durch die ungewöhnlichen Lebensgemeinschaften der Pflanzen, die auf den morastigen Böden der Hochebene gedeihen. Ende Juni, Anfang August, wenn im wallonischen Venn die Heidekräuter blühen, zogen die Leute aus Surbrot früher zu ihren Torfplätzen an der Grosse Terra hinaus, einer bankartig aufgestuften Zone im Zentrum der riesigen Moorfläche. Da man für einen Weg 2,5 Stunden benötigt, rüstete man sich mit Verpflegung, die in Rucksäcken oder Taschen mitgeführt wurde, für den ganzen Tag aus. Im Sommer mussten die Torfstücke versorgt werden, die man im Frühjahr gestochen und auf dem Trockenplatz ausgelegt hatte. Bis in die Jahre nach 1950 gewannen fast alle Familien des Ortes im Hohen Venn ihr Feuerungsmaterial. Die letzten Torfstecher konnte man 1977 bei ihrer Arbeit beobachten. Seitdem ist die Abbauwand, wo der reine Torf ansteht, so zugewachsen, dass kaum noch etwas an die bedeutende, jahrhundertealte Form der Hausbrandversorgung erinnert. Um die Hergänge und Werkverfahren in einem Filmdokument festhalten zu können, wurden von einigen sachkundigen Surbrotern zur üblichen Zeit des Torfstechens zwei Abschnitte der Grosse Terra neu erschlossen und, wie früher, in Bänken abgegraben. Jetzt geht es darum, die Torfstücke, die in den vorausgehenden Wochen recht gut getrocknet sind, so zu wenden, dass die am Boden feucht gebliebene Unterseite von der Luft bestrichen werden kann. Dazu stellt man jeweils 4 Ziegel der Länge nach zeltartig schräg gegeneinander. Obenauf kommt ein 5., der den Deckel bildet. Dass auch Kinder beim Höppern halfen, wie man diese Tätigkeit auf der deutschen Seite des Fens nannte, war keine Seltenheit. Auf dem Trockenplatz, den die Männer vor Beginn der Torfarbeit mit Heidesensen und Rodehacken frei von Bewuchs gemacht hatten, ist im Sommer das Gras wieder aufgeschossen. Auch der Torfgraben hat sein Aussehen verändert. Auf der Oberfläche der Wand, die von der Sonne ausgetrocknet ist, erkennt man die Spuren der Stechschippe. Sie bilden fast ein regelmäßiges geometrisches Muster, das sowohl den Verlauf der Bänke als auch den Sitz der abgeteilten Torfblöcke und sogar jeden einzelnen Ziegelabschnitt zeigt. Die krustige Oberfläche der Wand musste heruntergeschält werden, wenn man den Torfplatz im folgenden Frühjahr wieder zum Abstechen der Ziegel herrichtete. Dann legte man auch den Graben mit dem Laufgang und dem Wasserabzug erneut an. Was bei der Schilderung der Torfarbeiten nicht mehr dargestellt werden konnte, war die Größenordnung in früherer Zeit. Ja.
Statt der zwei Familiengemeinschaften, die hier tätig sind, gab es bis in die 50er Jahre rund 60 Haushalte in Surbrot, die sich regelmäßig mit Brennstoff eindecken mussten. Damals war das Fenn in jedem Frühjahr beim Torfstechen mit emsigem Leben erfüllt. Auch während der Sommerwochen, wenn man bei gutem Wetter zum Wenden und Aufhäufen der Stücke hinauszog, herrschte ein ständiges Kommen und Gehen. Caroline, Winne! Winne! Während hier insgesamt etwa 6000 Torfziegel zum Trocknen ausgelegt sind, brauchte man früher allein für einen Haushalt 10.000 bis 15.000. Viele Familien machten darüber hinaus in größeren Mengen auch Torf zum Verkauf in die Städte, zum Beispiel nach Eupen, St. Vith oder Monschau. In regnerischen Jahren bereitete das Torftrocknen einige Mühe, weil man dann zum Wenden der Stücke mehrmals hinaus musste. Bevor man den Winterbrand für den Abtransport zu größeren Haufen zusammenlegen konnte, musste sich die Feuchtigkeit fast ganz verloren haben. Sonst bestand die Gefahr des Schimmelns. Das Aufhäufen zu mannshohen Pyramiden war die letzte Arbeit am Torfplatz. Sie schloss sich im Spätjahr an. Es ist Herbst geworden im Fenn. Die jagenden Wolken und der Wind, der in Wellen über die weite Hochebene streicht, zeigen an, dass sich der Vegetationszyklus schließt. Um diese Zeit wurde noch nach dem Ersten Weltkrieg das Fennheu geschnitten, das man im Stall nicht nur als Streu verwertete. Auch als Viehweide hatte das unwirtliche Hochmoor für die ringsumliegenden Ortschaften früher eine große wirtschaftliche Bedeutung. Auf dem Torfplatz hat das nachgewachsene Gras bald die Höhe der aufgestellten Stücke erreicht. Sie sind in den kleinen Kastenhäufchen inzwischen so hart geworden, dass sie nun zu höheren Türmchen aufgeschichtet werden können. Dies ist erforderlich, um die Torfstücke dem Wind noch wirkungsvoller auszusetzen. Die Mückenplage im Fenn ist in dieser Jahreszeit so groß, dass sich die Leute, die zur Verrichtung der Arbeit von Surbrot herausgekommen sind, mit Hüten oder Kopftüchern schützen. Da der Wind die Stechfliegen vertrieb, wählte man möglichst einen Tag mit starker Luftbewegung. Auch hier ist es so, dass bei der geringen Menge des gestochenen Torfs nur das Arbeitsverfahren gezeigt werden kann. Es war nicht mehr möglich, das Bild eines Torfplatzes mit Hunderten von hohen Haufen wiederzugeben, wie es auf alten Fotos eindrucksvoll festgehalten ist. Die Torfziegel, die frisch gestochen, tief dunkel und fettig glänzend aussahen, haben eine braune Farbe bekommen und sind faserig spröde geworden. In ihren Abmessungen sind sie von 30 x 15 x 7,5 cm auf die Länge von ungefähr 20 cm, eine Breite von 11 cm und eine Stärke von 4 cm zusammengeschrumpft. Die großen Haufen werden in ihrem Grundriss kreisförmig angelegt mit einem Durchmesser von ungefähr 80 cm. Ja,
Katakuku Wolle. Katakuku Wolle. Wenn die Ziegel noch zu nass waren, blieben die Aufschichtungen im Innern hohl. Sonst wurden sie angefüllt, wozu man in der Regel die Bruchstücke nahm. Je nach Trocknungsgrad setzte man auch die äußere Wandung auf. Die Stücke wurden entweder dicht nebeneinander geschichtet oder auf Lücke gelegt, sodass der Wind besser hindurchstreichen konnte. Dabei achtete man immer darauf, dass die dickere Seite der Torfziegel nach innen kam, so dass sich an der Außenseite eine leichte Neigung ergab, die den Regen abtropfen ließ. Im hohen Fenn war im Herbst mit häufigen Niederschlägen zu rechnen. Darum mussten die Torfhaufen sehr sorgfältig zusammengelegt werden. Vor allem hatte man dafür zu sorgen, dass die Aufschichtungen nicht zusammenfielen. Wegen der geringeren Anzahl brauchen die Stapel, die sich oben dachartig verjüngen, hier nicht ganz so hoch wie früher gemacht zu werden. Wenn die Torfstücke einmal richtig hart geworden sind, nehmen sie auch bei starkem, längeren Regen kaum noch Feuchtigkeit auf. Was an der Außenseite an Tropfen hängen bleibt, trocknet im scharfen Fennwind bald wieder ab. Früher waren es meist 30 kreisrunde Schichten, mit denen man die Torfhaufen zusammenstellte. Hier erreichen die Torfhügel, die man auf Wallonisch Mont de Truff nennt, mit rund 20 Lagen gerade Brusthöhe. In die zunehmend verengten oberen Lagen kommen ebenfalls Bruchstücke. Und den Schluss bildet ein kleinerer Brocken, sodass eine regelrechte Spitze entsteht. Wenn der Torf im Lauf des Sommers nicht genügend getrocknet war, blieben die pyramidenartigen Rundtürmchen im Innern hohl. Dann wurde die unterste Schicht auch nicht flach auf den Boden gelegt, sondern in radialer Richtung hochkant gestellt. Bei allzu großer Feuchtigkeit war es erforderlich, den Torfplatz nach 1 bis 2 Wochen noch einmal aufzusuchen, um die Stapel umzuschichten. Die Ziegel, die zunächst in Bodennähe untergebracht waren, bekamen in den erneuerten Haufen einen Platz in der luftigeren Höhe. Bei günstiger Sommerwitterung braucht man zum Aufhäufen des üblichen Torfvorrats nicht mehr als einen Tag. Für die Normalhügel, die früher als Maßeinheit angesehen wurden, 5 Stück davon ergaben eine Wagenladung, rechnete man 500 Torfziegel. Auf einem Trockenfeld für 2 Abschnitte des Stechgrabens, das vor 30 Jahren mindestens 20.000 Ziegel aufzunehmen hatte, türmten sich bei Beginn der rauen Jahreszeit eng nebeneinander gut 40 mannshohe Torfhaufen. Sobald in Surbrot die Getreideernte eingebracht war, begann hier die Zeit des Torffahrens.
In der Umgebung wurden die Bewohner als Fennochsen geneckt, obwohl dieses früher ortstypische Zugvieh längst von Traktoren abgelöst ist. Wagenpferde, wie hier eins für die Fahrt ins Fenn angeschirrt wird, gehörten schon immer zur Ausnahme in den landwirtschaftlichen Betrieben. Das mit Schellen und Messingbeschlägen reich verzierte Lederzeug lässt an das Schaubedürfnis bäuerlichen Wohlstandes denken. Die Fahrochsen beförderten die angehängten Lasten nicht mit Hilfe von Brusthamen und Sattel, der hier festgeschnallt wird, sondern mit einem Stirn- oder Schulterjoch. Da sich die Klauen des Hornviehs auf weichem Untergrund spreizen, waren schwere Ochsen mit ihrem kraftvoll ruhigen Zugvermögen im feuchten Hochmoor ganz besonders gut geeignet. Wer mit Pferdeanspannung hinausfuhr, konnte keinen von den wuchtigen Belgiern brauchen, die für die Fennwege zu schwer waren. In Surbrot hielt man sich Tiere der kleineren, sehr kräftigen Ardennenrasse oder wie hier aus der Kreuzung von Brabanter und Ardennenpferd. Die prachtvollen Zuggeschirre hatten in Belgien eine besondere Tradition, die mit den alten wallonischen Messinggewerben zusammenhängt. Während Fennochsen beim Torffahren vielfach paarweise angespannt wurden, gingen die Pferde stets im Einerzug. Mit zweirädrigen Karren, die in Belgien sonst überwiegend in Gebrauch waren, konnte man morastiges Gelände nicht befahren. Daher benutzte man in allen Dörfern am Hohen Fenn den vierrädrigen Wagen als Gefährt. Wenn sich das Wetter nach der Ernte hielt, begann man mit dem Torffahren gegen Ende September. War das Spätjahr verregnet, musste man nicht selten bis zum ersten Frost warten. Dann konnte es geschehen, dass man wegen des Schnees in Bedrängnis kam, der im Hohen Fenn meistens sehr reichlich fällt. Im Frühherbst ließen sich bei der Abfahrt kurz nach Tagesanbruch bis zum Dunkelwerden in der Regel zwei Fuhren einholen. Wenn das Zugtier in die Wagenschere eingespannt ist, werden die Helfer herbeigerufen, die am Frühstückstisch warten. Sie bringen die Utensilien mit, die zum Torfaufladen gebraucht werden. Außer Hacke, Gabel und Schaufel gehören hierzu vor allem die Körbe, von denen für jede Person einer vorhanden sein muss. Um das Fassungsvermögen zu steigern, hat man den Wagenkasten vorne und hinten mit Brettergestellen erhöht. In Surbrot, dem höchstgelegenen Ort Belgiens, hat sich das Torfmachen länger gehalten als in den anderen Fenngemeinden. Vielleicht auch wegen der besonders langen Heizperiode. Die Windschutzhecken der Häuser werden hier im Herbst ein zweites Mal gestutzt, damit sie nochmals ausschlagen und dicht zuwachsen.
Die günstige Lage zum Hochmoor und der umfangreiche Besitz der Gemeinde an der Fennfläche haben selbstverständlich die wichtigste Rolle gespielt beim langen Festhalten an der alten Form der Brennstoffgewinnung, die außerordentlich arbeitsintensiv und mühsam war. Welch hohen Wert man in Surbrot dem Torfvorkommen als Hausbrandvorrat beimaß, ergibt sich aus einer Klausel im Staatsvertrag von 1957. In diesem Jahr verkaufte man den Anteil der Gemeinde an die belgische Regierung, die das Haute Fagne damals übernahm, um das Hochmoor als nationales Naturreservat zu pflegen. Die alteingesessenen Bürger des Ortes dürfen nach wie vor, trotz des Staatsbesitzes, nach den alten Regeln im Fenn ihren Topf stechen. In der Kaufurkunde wurde das Torfrecht ausdrücklich ausgenommen und bestätigt. Von den Torfstechern ist ein Mann zum Trockenplatz vorausgegangen, um hier vor der Ankunft des Fuhrwerks Ordnung zu schaffen. Er nimmt die kleinen Stücke auf, die der Wind auf den Boden geworfen hat, und legt sie wieder zu den aufgetürmten Haufen. Man achtete darauf, dass vom Torf, der mehrfach durch die Hand gegangen war, nichts verloren ging. Vom Fahrzeug, das am Rande des Torfplatzes gehalten hat, werden die Körbe abgeladen, so dass sich die Helfer sogleich an die Arbeit machen können. Der Fuhrmann kümmert sich zunächst um das Pferd, dem er den Fresssack mit einer Portion Hafer umhängt. Er bindet ein Zipfelende am Sattel fest, damit das Futter vom Tier erreicht werden kann. In den letzten Sommerwochen ist der Torf in den hohen Stapeln so hart getrocknet, dass es sich anhört wie niederfallendes Holz, wenn der Inhalt der Körbe in den Wagenkasten geschüttet wird. Das Zugtier schreckt auf, weil ihm dieses Geräusch völlig fremd ist. Beim Abräumen der höheren Lagen der Torfhaufen wird der Korb mit den Oberschenkeln gegen die Wandung gedrückt, sodass er sich schneller füllen lässt. Für die tieferen Schichten stellt man ihn auf den Boden ab. Bei den helleren Strähnen an den Torfstücken handelt es sich nicht etwa um Fasern im Material, sondern um Reste von Fenngräsern, die beim Trocknen angebacken sind. Oh.
Der Wagenkasten füllt sich so an, wie die Ziegel beim Korb ausschütten fallen. Um das Pferd zu beruhigen, das hauptsächlich bei der Waldarbeit eingesetzt wird, bleibt der Fuhrmann bei ihm stehen. Beim Torfladen sind hier zwei Arten von Körben in Gebrauch, die sich die Fennbauern selber hergestellt haben. Dies ist die wallonische Resse, die aus Eichenschienen oval geflochten wurde. Sie ist identisch mit der Eifeler Reetz. Der runde, unten fast trichterförmig verengte Korb aus den Trieben der Fennvogelbeere wird als Bans bezeichnet. Für dieses Behältnis gibt es im angrenzenden deutschen Gebiet keine Entsprechung. Nach der bis zuletzt geltenden Gemeindeordnung von Surbrot musste für den Pastor, der kein Familienaufgebot zum Torfstechen stellen konnte, das Brennmaterial mitgemacht werden. Die Pflicht zur Versorgung des geistlichen Herrn ging bei den angestammten Bürgern reihum. Eine ähnliche Regelung bestand auch zugunsten der Dorfarmen und der Familien, in denen der Haushaltsvorstand erkrankt war. Wenn der Wagen, der ziemlich genau 2500 Torfstücke fasst, bis in die Höhe des Kastenrandes angefüllt ist, werden die Ziegel an den Rungen entlang in geordneten Lagen aufgereiht. Auf diese Weise schafft man die Möglichkeit, die Ladung in die Höhe zu stapeln, ohne Gefahr, dass Stücke auf den holprigen Fennwegen herunterfallen. Auch das Beladen der Torfwagen war eine Kunst, zu der man viel Erfahrung brauchte. Es kam darauf an, mit den Fuhren möglichst viel Torf abzutransportieren, sodass die Anzahl der Fahrten bei den schlechten Wegen nicht allzu groß wurde. Moorschuhe für die Pferde waren in wallonischen Fennen nicht gebräuchlich, da man meist mit Ochsen fuhr.
Auf der Heimfahrt wurden in der Regel alle Geräte mitgenommen, weil es im Spätjahr unsicher war, wie sich das Wetter in der zweiten Tageshälfte oder am nächsten Tag entwickelte. Damit die Körbe unterwegs nicht verloren gingen, muldete man sie in die Torfladung ein. Oder man band sie an der Außenseite des Wagens fest. Die Fahrzeuge für das Fenn waren mit überdurchschnittlich breiten Reifen ausgestattet und mussten besonders stabil konstruiert sein. Als der Torf in Surbrot noch das wichtigste Brennmaterial stellte, ergaben sich beim üblichen Bedarf der Familien, je nach Haushaltsgröße, 10 bis 16 Fuhren. Bei 2 Torffahrten täglich brauchte man für das Einbringen wenigstens eine Woche. Von den Zugtieren verlangten die Hinwege, besonders aber die Abtransporte, außerordentliche Leistungen. Es kam nicht selten vor, dass Torffuhren im Fenn stecken blieben. Da früher an trockenen Herbsttagen Dutzende von Torfwagen unterwegs waren, konnte man sich gegenseitig mit Vorspann helfen. Die Einwohner von Surbrot, die nicht von Familien im altbesiedelten Teil des Ortes abstammten und die kein eigenes Haus bewohnten, genossen und genießen bis heute kein Torfrecht, das allerdings von niemandem mehr genutzt wird. Solange anderes Heizmaterial, wie Kohle und Öl, nicht erreichbar war, mussten sie den brennfertigen Torf fuhrenweise bei den berechtigten Bürgern kaufen. Für die Torfstecher gehörte die Arbeit im Hohen Fenn zu den wichtigsten Erwerbsquellen. Neben der Selbstversorgung war die Torfbereitung für Dritte immer ein bedeutender Faktor. Im ausgehenden Mittelalter zum Beispiel als Abgabe an den Grundherrn, die Abtei Stablo Malmedy, oder seit dem Aufblühen der Textilindustrie von Monschau und Eupen im frühen 18. Jahrhundert als gängige Handelsware zum Heizen der Färberkessel.
Wenn die Fuhren auf dem Hof angekommen waren, wurden sie unverzüglich abgeladen. Häufig lagen die Torfschuppen hinter dem Haus, sodass die Wagen zurückgesetzt werden mussten. Beim Abladen werden die gleichen Körbe benutzt wie beim Aufladen. Mit den geflochtenen Behältern befördert man nun den Torf in den Vorratsraum für den Hausbrand. Im Torfschuppen alljährlich eine große Menge unterzubringen war, musste man den vorhandenen Platz so gut wie möglich ausnutzen. Am vorderen Rand der Torfecke wird hier mit den Ziegeln eine Begrenzungsmauer aufgeschichtet. Dahinter kann man die Stücke lose ausschütten. So wie hier wurde früher auch in den anderen Orten am Rande des Hohen Fenns im Spätjahr der häusliche Brennstoffvorrat versorgt. Auf der belgischen Seite waren dies außer Surbrot zum Beispiel Olifat, Xofre oder Jalhai. Für den östlichen Rand auf deutschem Boden sind Kalter Herberg, Konzen, Steckenborn oder Weiwatz zu nennen, wo der Hausbrand aus dem Hochmoor allerdings schon um 1925 seine Bedeutung verloren hat. In Surbrot konnte man noch vor einigen Jahren beobachten, wie mit der brennbaren Erde aus dem Hochmoor geheizt und gekocht wurde. Neben dem Herd in der Küche hatte der Torfkasten seinen Platz, der den Tagesbedarf aufnahm.
Die trockenen Ziegel, die mit beizendem Rauch zu weißer Asche verbrannten, ohne eine große Flamme zu entwickeln, hatten nicht ganz die Heizwirkung von Braunkohlenbriketts. Dies ist der zerstückelte Hafermehlbrei oder Gourmet, den man den Torfstechern gerne als kräftige Abendmahlzeit servierte, wenn er in ausgelassenem Speck knusprig gebraten war. Mit dem Einbringen des küchenfertigen Torfs ging in Surbrot das Fennjahr zu Ende, das von Anfang Juni bis September, manchmal auch bis in den Winter hineinreichte. Der Strauß aus Wollgas und Besenheide, der in vielen Surbroter Familien in Ehren gehalten wird, hat heute nur noch Erinnerungswert. Der Torf, der für den Küchen- und Stubenherd mindestens eine Woche lang an der Grosse Terra gestochen wurde, während des Sommers zum Trocknen einen Tag gewendet und einen zweiten gehäuft werden musste und den man schließlich in tagelangen Fuhren nach Hause brachte, bestimmte das Leben der Ortsgemeinschaft und der Familien in Surbrot, den Fennochsen, wie man ringsum sagt, in besonderer Weise. Wenn der Tag fertig ist, dann ist er disparat.